Hallo, liebe Leute des guten Geschmacks, willkommen hier zurück zu Two Point Campus und wir werden uns heute weiter mit was werden wir uns eigentlich beschäftigen? Mit dem dritten Stern wollen wir uns heute beschäftigen. Ja, wir haben einiges vor, wir möchten jetzt auf jeden Fall ins neue Jahr starten. Dafür müssen wir allerdings eine Grabungsstätte noch bauen und einen Archäologie-Dozenten einstellen. Und ich habe ja gesagt, die Grabungsstätte, die würde ich ja gerne hier hinsetzen, in dem Bereich. Das finde ich ganz gut, das werden wir jetzt auch machen. Dafür müssen wir mal ein bisschen hier zirkeln. Die wird relativ nah am Rand sein. Ich überlege gerade, ob wir das hier hinten weglassen, die Ecke. Die lassen wir weg. Aber eigentlich sieht es viel cooler aus, wenn wir das noch mitmachen. Und dann kann man nichts mehr hinstellen. Nee, wir lassen es weg. Oh, hier gibt es ja nichts weiter. Also eigentlich ist dieser Weg hier hinten auch total Banane. Den braucht man eigentlich gar nicht. Dann machen wir ihn weg. Dann machen wir es ganz anders. Dann werden wir es sogar so machen, dass wir... wir erweitern den Bereich hier hinten noch ein Stückchen. Dann nehmen wir das hier weg. Das ist eine gute Idee. Und erweitern diesen Bereich hier hinten. Das ist ganz gut. Dann machen wir ihn so breit. Und das finde ich ganz gut. Und dann wird es ein Eingang hier geben. Wir bauen den Eingang hier vorne hin. So, ein Eingang gereicht und da werden wir dann hier in der Ecke die Tische hinstellen. Zack, und noch ein Tisch. So, das reicht. Wir wollen es mal nicht übertreiben. So, dann stellen wir noch einen Dozenten ein in Archäologie. Den finde ich jetzt schon mal ganz gut. Was ist mit dem? Toilettenkomfort sinkt schneller? Auf gar keinen Fall. Wiegt sich langsamer als der Durchschnitt? Nein, sinkt langsamer als der Durchschnitt. Den nehmen wir. Und wir müssen noch diesen Dozenten auch hier sagen, dass sie übrigens nicht in die Nachhilfe gehen sollen. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Hier, den einen, der soll ja in die Nachhilfe. Das ist ja okay. Gut, das haben wir alles. Das heißt, wir gehen jetzt ins Folgejahr. Folgejahr starten. Und damit geht's jetzt auch los. Die Partys gehen hier auch schon los. Hier... Studierendenzentrum geht die Party los. Und irgendwo hier im, ja hier hinten, im Aufenthaltsraum, geht auch die Party los. Das ist gut. So, derweile, wo die alle Partys machen, werden wir mal ein bisschen arbeiten hier. Wir werden hier draußen den Rasen erstmal wegmachen, also hinmachen, so rum. Und hier einen Weg hinbauen. So. Und hier geht's weiter. Zack. Genau, das ist der Plan. Wo ist mein Kalender hin? Da ist mein Kalender. Was sind hier? Die arbeiten schon? Ist doch noch gar nicht. Die sind doch noch. Die fangen schon an zu graben, obwohl es noch gar nicht so weit ist. Na, ihr seid mir ja welche. Gut, dann werden wir es mal so machen, dass wir das hier verkaufen und das auch verkaufen. Und hier. Weiterführen. So. Zack. Das finde ich ganz gut. Und dann werden wir das Ganze hier mal ein Stückchen entzerren. Und gucken, wie das dann wirkt. Das passt nicht, aber das passt. Das hier würde ich dahin stellen. Und das machen wir dann hier genauso. Die Bank habe ich jetzt. Ja, die Bank habe ich. Zack. Und dann kopieren wir den Mülleimer noch und packen ihn dahin. So. Dann würde ich ja natürlich gerne den so hinstellen. Und hier werden wir das Ganze ein bisschen in die Richtung machen. Also passt der hier zufällig jetzt zwischen? Oh, das passt sogar. Den würde ich aber gerne hier hinten hinstellen. Da würde ich den gerne haben. So, das sieht, glaube ich, ganz cool aus. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Bäume nicht so sind, wie ich sie so haben will. Naja, gut. Lassen wir es. Das ist okay. Das passt. Ja, dann haben wir hier wenigstens eine schöne Ecke.
Und hier, wie gesagt, genug Mülleimer, damit sie keinen Müll hinschmeißen. So, Wikis Besuch nehmen wir an. Die Bilanz sieht sehr, sehr gut aus. Hausmeister Garrett Junker hat die Weiterbildung hinter sich. Und wir haben Campusstufe 19. Das ist toll. Es läuft. Es läuft wirklich gut. So. Das heißt, wir werden... Was wollen wir jetzt als nächstes machen? Was steht denn fürs nächste Jahr? Da können wir ja schon mal gucken. Außer 79 Studierende eigentlich nichts weiter. Wir könnten auch noch mal ein Upgrade machen. Ja, wir werden noch mal ein Upgrade machen. Und dann hier auch noch mal... Den Raum müssten wir dann natürlich kopieren. Und hier dann einen weiteren Schlafsaal mit reinbringen. So. Aber die Tür ist auf der anderen Seite. Na, das ist ja ein Schmuh. Kurze Info für alle Zuhörer, so, die Zimmer nicht erreichbar. Ja, dafür müssten wir dann hier die wegmachen. Den Wasserspender. Doch, das sieht ganz gut aus. Dann nehmen wir den mal. So, weiter geht's. Da könnten wir jetzt natürlich auch noch ein paar Fenster mit reinbauen. Also ein paar ist gut. Eins. Dann haben wir eins mit reingebaut. So, und hier würde ich ehrlich gesagt auch nochmal ein Tischchen tun. Und vielleicht, wenn wir das jetzt hier ein bisschen schubsen, daneben könnte auch nochmal was für die Unterhaltung hinkommen. Ja, so ein Telefon zum Beispiel hier passt. Jetzt passt das sehr gut. Und ein Bild würde ich da auch gerne noch hinhängen. Zack. Ein neues Projekt können wir starten. So, wo ist jetzt mein Forschungshub? Hier hinten war das doch gewesen. Da war die Forschung. Neues Projekt starten. Kann ich nicht machen? Dachte, der kann das jetzt. Aber wahrscheinlich hat er das fertig gehabt. Naja, egal. Gut. Hier hinten ist auf jeden Fall ordentlich was zu tun. Und dann sollten wir uns wahrscheinlich darum kümmern, dass wir einen weiteren Assistenten für die Klinik halt nehmen und für die Seelsorge vielleicht auch. Bewegt sich langsamer als der durchschnittliche Müllverein. Ja, das ist doof. Was mit dir? Bewegt sich... Ach, du heiliger Schuss, das sind ja alle tierschlechte Leute. Nee, das geht nicht. Das können wir nicht machen. So. Derweile, wo das hier alles so vonstatten geht, würde ich sagen, werden wir uns hier nochmal mit der Forschungsstation beschäftigen. Zack. Da gehen wir mal rein. Können wir eigentlich auch laufen lassen. Und ein paar Änderungen machen. So, ich möchte zum Beispiel die Konsole noch mit rein haben. Einmal Konsole hier rein. Das ist jetzt das Forschungspanel gewesen, glaube ich. Nee, das ist die Konsole, die Forschungskonsole. Und dann hätte ich gerne noch das Forschungspanel. So rum. Und ein paar Forschungslichter. Vielleicht lieber eher dazwischen. Ja. So, das sieht ganz gut aus. Und dann können wir hier hinten eigentlich nochmal ein Panel reinmachen, oder? Fast nicht. Doch, passt. Sehr schön. Das haben wir. Dann können wir auf der Seite noch ein paar von den Bildern hinhängen. So. Und dann würde ich sagen, diese Supercomputer, wir haben das Geld, Kinders. Wir können noch einen Supercomputer auf jeden Fall mit reinbringen. Ich würde sogar sagen, wir stellen uns hier zwei hin. So. Dazwischen dann eins von diesen Lichtern. So. Wenn es ums Essen geht, sind die einfachsten Dinge manchmal vielleicht heute habe ich natürlich hier nochmal so einen Schreibtisch ganz gut. Speisen zu genießen. Vom Hühnchen-Sandwich bis hin zu Nudeln aller Längen. Einmal. Passt ja auch noch hier hin. Ich werde aber nie vergessen, wie ich damals an der Uni fast aber wir können den ja so rum hinpacken. So. Das und dann können wir da noch ein, warum ich mein Studium irgendwann nur noch Käse fand. Ein weiteres Bild hinmachen. Ja, das hier hätte ich gerne. Zack.
Das sieht doch ganz gut aus. Und hier werden wir auch nochmal zwei von diesen Pellets hinpacken. So. Find ich Knorke. Das finde ich wirklich gut. Ein Mülleimer wäre hier vielleicht noch ganz sinnvoll drin. So. Dann haben wir das auch. Was wird hier benötigt? Der Wunsch, einen Bücherwurm. Objekt platzieren. Okay, der Bücherwurm. Das ist jetzt schon mal wieder eine schwierigere Geschichte. Der ist groß. Hm. Wo packen wir den hin? Ich finde den ja eigentlich immer draußen ganz cool. Dann kann man so draußen lesen. Dann setzen wir ihn hier hin. Das verkaufen wir. Und dann machen wir mal hier eine schöne kleine Leseecke noch mit hin. So. Und dann gibt es da zwei Bäumchen. Eins. Zwei Bäumchen. So. Das finde ich ganz hübsch. Das sieht gut aus. Bilanz sieht gut aus. Wunsch nach einem Actionfilm. Das Event werden wir einrichten. Das kommt dann wieder vor Februar hin. Genau. Event buchen. Was haben wir hier? Wunsch nach einem Mörselman-Automat abgelehnt. Wunsch nach Jasmine Odyssey. Event planen. Das werden wir jetzt im Dezember planen. Dann Wunsch nach Insektenvitrine. Muss mal gucken, wo wir sie hinpacken. Helium Balloons soll noch kommen. Das werden wir dann im April planen. Zack. Und was haben wir noch? Tagt auf eine Tür, kommt vorbei. So. Die Insektenvitrine ist aber riesig. Müssten wir ja eigentlich einen. Ja, müssten wir eigentlich den hier wegkauen. So. Das kann man nicht machen. Da müssen wir nochmal kurz gucken, wie wir das machen. Insektenvitrine. So. Gucken wir uns das mal anders an. Wieso geht das jetzt hier nicht? So. Dann machen wir das anders. Zack und zack. Kann man die vielleicht auch nochmal umdrehen? So sehen die viel besser aus. Sehr schön. Das haben wir auch. Wiggys Silber. So, nehmen wir an die Aufgabe. Wir sollen nämlich 10.000 verdienen. Das kriegen wir locker hin. So. Ja, sieht doch alles gar nicht mal so verkehrt aus. So, was haben wir hier? Alte, antike Töpfe. Kann weg. Schuhe. Kann weg. Noch ein Topf, den nehmen wir. Den würde ich ungern verkaufen. Der kann hier zwischen. So. Und damit ist die Ecke hier sauber. Was haben wir hier? Altes Spielzeug kann weg. Das ist noch nicht ausgegraben. Und hier ist alles schick. Hier haben wir noch was. Das ist alles noch nicht ausgegraben. Doch, die alte Kiste hier. Die kann weg. $860. Naja, ist jetzt nicht wirklich viel. Aber gut. Es läuft. So. Was haben wir hier noch? Ergebnisse von Wiggy. Der ist so zufrieden mit uns. Der ist so zufrieden mit uns, Kinders. Aber so zufrieden, sage ich euch. So. Ich würde ja hier gerne noch einen weiteren Stand hinstellen. Und zwar einen Gemüsestand. So. Können wir das denn einfach so machen? Also ja, wir könnten. So. Dann gehen wir mal gucken, dass wir noch einen Assistenten hier finden. Für die Seelsorge gibt es zum Beispiel einen. Bewegt sich schneller als der Durchschnitt, lässt den Müll fallen. Oh, ist jetzt gar nicht mal so verkehrt. Was mit dir? Bewegt sich langsamer als der Durchschnitt? Nein. Kriegt ständig Durst, sinkt langsamer, bewegt sich langsamer? Nee. Langsamer soll er sich auf gar keinen Fall bewegen.
Was mit dir? Lässt Müll fallen. Naja, aber nicht für so viel komikantischen Auftritt. Was ist mit dir? Na komm, dann nehmen wir dich. Und dann müssen wir dir natürlich noch den Aufgabenbereich zuteilen, dass du auch nur in der Seelsorge arbeitest. So, und dann können wir dich eigentlich auch gleich weiterbilden in Seelsorge 2. Zack, los geht's. Was machen wir unseren Hausmeister? Sehen ganz gut aus. Aber wir brauchen trotzdem noch. Bewegt sich schon als der Durchschnitt schlechte Körperhygiene. Ja, wir müssen dich nehmen. Es bleibt nichts anderes übrig. Ich brauche noch jemanden für die Klinik. So, und dann gibst du hier deinen Klinikeinstand. So. Dann auch Weiterbildung für denjenigen. Assistenten, Klinik 2. Weiterbildung starten. Ich habe ja schon einen. Nee, habe ich nicht. Ich dachte, ich hätte jetzt 2 in der Klinik. Also schon 2, aber ich habe mich verguckt. Gut, Bericht zum Tag der offenen Tür sieht gut aus. Bilanz sieht immer noch hervorragend aus. Damit können wir arbeiten. Ja. Bin ich eigentlich recht zufrieden damit. Wunsch nach einem flachen Blumenbeet. Bestehendes Objekt nicht erreichbar? Naja, gut. Ja, hat er recht. Das ist nicht erreichbar. Dann packen wir das mal hier in der Mitte hin. So. Wir haben alles aus der Grabungsstätte draußen. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Aus welcher Grabungsstätte haben wir das denn alles jetzt ausgegraben? Hier ist nichts zu sehen. Wenn dann hier. Ein altes Holzpferd. Weg damit. Obwohl ich das ja eigentlich ganz schön finde und schade, dass wir das wegrationalisieren mussten. Und hier gibt's noch nichts. Okay. Müssen wir warten. Müssen wir warten. Ja, das mit dem Fahrrad hier wurmt mich ein bisschen. Das würde ich gerne noch ändern, aber das kann ich nicht. Vielleicht, wenn ich das so hinstelle. Ha, ich habe eine Idee. So, und jetzt können wir das Fahrrad da hinten hinstellen, weil man kommt ja trotzdem noch ran. Jetzt kommt man von den beiden Seiten aus ran. Das sollte funzen. Gucken wir uns das mal an. Was hier? Jetzt wackelt schon wieder alles. Schlecht. So. Die können wir alle nicht gebrauchen. Die sind alle nicht qualifiziert für uns. Bibliothek benötigt Assistenten. Warum? Wir haben 3 Assistenten. Wie kann denn da einer fehlen? Wie kann denn ein Assistent in der Bibliothek fehlen? Nicht nachvollziehbar. Gut, wie sieht es momentan eigentlich aus? Wir haben Mitarbeitergehälter über den Studiengebühren. Also wir müssen aufpassen. Wir haben zwar monatlichen Gewinn, aber wir müssen aufpassen. Deswegen, ihr seht es hier, 65.000, 67.000 sind unsere Mitarbeitergehälter. Da müssen wir aufpassen. Wir wollten ja einen ordentlichen Puffer noch haben. Und ich denke auch, unsere Mitarbeiter sind soweit jetzt erstmal gut geschult. Was ist hier? Altes rostiges Metall kann weg. Das Fahrrad packen wir erstmal hier rauf. Das würde ich auf jeden Fall behalten wollen, den Stein. Weil, da haben wir ja hier schon so gut angefangen. Das ist fertig. Das ist fertig. Da ist es fertig. Dann würde ich gerne hier weitermachen mit den Steinen. Zack. Kann man so noch ein Stückchen nach hinten packen. Ja, zack. Dass die gar nicht so nah dran sind. Bei dem sieht es ganz gut aus. Hier müssten wir das nochmal eine Reihe nach hinten setzen. Zack. Und das auch. Zack. Und hier war das auch in Ordnung. Genau, da hatten wir ja bloß das eine. Geht da noch ein Stein? Nö, das aber auch. Gut.
Aus dem Bereich haben wir alles. Dann, was ist hier noch? Das ist alles noch in Arbeit. Und hier haben wir alles draußen. Den Topf können wir noch mitnehmen. Da können wir auf der anderen Seite noch einen Topf machen. Ja, wir haben jetzt zwei Töpfe. Zack. Das sieht gut aus. Und die Attraktivität müsste jetzt hier eigentlich echt riesig sein. Ja, bis auf hier vorne natürlich. Wo jetzt das alles von der Decke gekommen ist. Das Wissenschaftslabor müssen wir uns dann nochmal angucken. Das ist aber ansonsten okay. Gut. Also haben wir die jetzt auch alle weggemacht. Hier gibt es nichts weiter zu entdecken. Nö. Es mag einige von Ihnen überraschen, bin zufrieden. Aber der junge Hawthorne war ein, wie gesagt, hier müssen wir mal gucken. An der Schule kauften ich und wir haben hier noch ein riesiges Gebäude. Weiche Zeichenstifte und tauschten mitten in der ein neues Forschungsprojekt können wir starten. Was nehmen wir? Treulose Tomaten, schwere Knochen, Knochenarbeit, mysteriöse Münze. Wir fangen mal mit den treulosen Tomaten an. Fangen wir mit dem wenigsten an. Leider sind zwei der Jungs wegen Einbruchs von der Schule geflogen. Wo das Fahrrad verkaufen war, das brauche ich nicht. Bloß wie gesagt, die Figur hier, die würde ich gerne behalten. Da weiß ich allerdings noch nicht genau, wohin damit. Vielleicht eher hier so. Aber da sollte es wahrscheinlich schon überquellen an Attraktivität. Ja, ja. Dann hier vorne in dem Bereich müssten wir noch mal was abarbeiten. Vielleicht stelle ich sie auch lieber so hin. Ja, das sieht schon besser aus. Das gefällt mir. So, das haben wir. Was haben wir denn noch hier, was hier rumkreucht? Ja gut, den Sarg, den würde ich jetzt noch behalten. Da würde ich gerne ähnlich wie hier dann noch mal so eine Kreuzung halt mit einbauen. Das passt, glaube ich, ganz gut. Grabräuberinvasion. Oh, wir haben 9 besiegt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also, das ist schon gut. Das kann man verkaufen. Sucht einen Assistenten. Ja, der Rest ist alles hier noch nicht verfügbar. Ja, es sieht gut aus. Mitarbeiter müssen sich mal hier ein bisschen beeilen. Die Attraktivität ist natürlich jetzt echt niedrig durch diese ganzen Brocken, die überall runtergekommen sind. Also das ist schon nicht ohne. So, ich wollte eigentlich gucken. Wir könnten... Was wird benötigt dann fürs nächste Jahr? Eine Grabungsstätte wieder. Wir könnten nochmal eine Stufe höher. Das machen wir. Und dann starten wir auch nochmal ein neues Projekt. Und zwar mysteriöse Münze. Start. Und dann bauen wir dann hier eine Grabungsstätte hin. Wir können bis zu 100 Studenten könnten wir aufnehmen. Wir haben die Schlafplätze dafür. Glückwunsch, ein Forschungsprojekt ist abgeschlossen. Wo wir auf jeden Fall nur aufpassen müssen, ist, ob wir nicht nochmal ein weiteres Studierendenzentrum bauen oder eine weitere Klinik, ein weiteres Nachhilfezimmer. Weil das Nachhilfezimmer, glaube ich, hier auch gut besucht wird, oder? Warteschlange 2, ja, vielleicht sollten wir da nochmal einen weiteren Nachhilfelehrer mit reinbringen ins Spiel. Das würde ich dann hier, ehrlich gesagt, mit hinbauen. In dem Bereich. Ja, müssen wir mal gucken. So, was haben wir hier? Müll. Das Fahrrad verkaufen wir auch. Das brauchen wir nicht. Hier kommt eine Pyramide. Hier unten haben wir noch einen Topf. Den Topf würde ich ja gerne haben wollen, aber da muss ich erstmal gucken, wo passt der denn ganz gut hin. Hier. Ja, der müsste mal hier sauber gemacht werden wieder. So. Der Topf hält die alles auf. Ich glaube, wir haben zu wenig Hausmeister. Oder was ist hier los? Ich glaube natürlich nicht, dass das Leben eines jungen Menschen nur aus Angeltrips. Na, mal gucken. Was machen unsere Weiterbildung eigentlich bei den Dozenten? Ich habe mir von meinen vielen Mentoren und Vorbildern auch sehr viel Substanzielles. Hier geht's voran. Ich werde nie die Worte hier wäre es ganz gut, wenn wir auch nochmal inspirierende Reden machen.
Er sagte mir, Ricky, aber die kommen alle nicht so gut voran, muss ich sagen. Verstehen wirst. Und er hatte recht. Ein sehr weiser Mann. Na, mal gucken. Ansonsten bin ich echt zufrieden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es sieht alles ganz schnieke aus. Wie gesagt, ich bin eher überlegen. Die weitere Ausgrabungsstätte hier müssen wir ja dann bauen. Dann werden wir das Ding erstmal hier verkaufen. Und dass wir hier, wie gesagt, noch eine Nachhilfe bauen. Und, ja, wie gesagt, mal gucken. Ein paar Sachen müssten wir noch bauen. Monatlicher Gewinn sieht gut aus. Können wir nicht meckern. Das werden wir machen. Wir bauen ein Nachhilfezimmer. Kann man eigentlich die Räume auch schließen? Zimmeranpassung. Ja gut, da können wir für Kudosch die ganzen Sachen noch kaufen. Aber wir haben Kudosch, aber ich möchte jetzt ehrlich gesagt noch nicht für sowas ausgeben. So rum. Ja, wir werden hier auf jeden Fall eine Nachhilfe noch bauen, eine zweite. Und bei der Klinik müssen wir uns überlegen, ob wir sie bauen müssen. Ob die eine reicht hier? Nee, wir bauen noch eine zweite Klinik. Ich sehe es gerade. Okay, Nachhilfezimmer, Klinik. Dann gucken wir uns das mal an. Haben wir denn noch jemanden für die Klinik? Hier. Sinkt langsamer, wiegt sich schneller als der Durchschnitt. Du bist perfekt. Dann müssen wir demjenigen noch sagen, nur in der Klinik arbeiten. Und dann werden wir die Klinik mal bauen. Da war sie doch schon, die Klinik. Hausmeister im Schlafsaal benötigt. So. Wir könnten überlegen, dass wir hier den Schlafsaal nochmal machen. Da muss ich bloß mal gucken, wenn ich den jetzt kopieren würde und hier nochmal hinsetze. Das können wir auch gleich machen. Wir können ihn auch lassen. Das ist okay. Fenster hier nehmen und hier drüben. Machen wir es mal über das Bett. Kopieren und nochmal hier drüber. So. Dann können wir hier auf die Ecke die Klinik setzen. Das finde ich gut. Klinik. So, Stufe 20 sind wir. Oh, das freut mich. Aber die Klinik eigentlich nicht kopieren? So mache ich es mir schon wieder so schwer. Ich wollte es jetzt neu bauen. Klinik können wir kopieren. Sehr schön. Die kopieren also wir einfach. Gesund pflegen und dann zurück so. An die Arbeit. Aber die müssen wir ein bisschen zusammenstauchen. Um eins wäre natürlich ganz gut, wenn wir das schaffen könnten. Wenn nicht, ist es so. Sieht eher schlecht aus. Aber vielleicht gucken, dass wir das ein bisschen anders hinstellen. Vergessen Sie dabei aber nie, dass Glanzzeiten nicht der Jugend vorbehalten sind. Ich wäre gerade nirgendwo anders lieber als hier bei Ihnen auf Radio. So, probieren wir es mal so rum. Die heutige Sendung wird übrigens von Bungle Katzenstreu gesponsert. Denn nur zack, und hier noch ein Desinfektionsspender und jetzt den Omni-Heiler. Nee, eigentlich, nee, der passt nicht. Wir müssten den anders hinstellen. So, dann machen wir das so rum. Ist ja auch nicht so schlimm, wenn jetzt hier ein kleiner Weg nur ist. Okay, das können wir auch upgraden. Das Ding, das ist okay. Bilanz sieht gut aus, Bericht zum Tag der offenen Tür sieht auch gut aus. Also wir haben jetzt insgesamt 6 Schlafzähle mit 20 Schlafplätzen, also für 120 Studenten könnten wir Möglichkeiten der Unterkunft bieten. Das ist okay. Und wie gesagt, hier haben wir jetzt dann auch eine Klinik. Das ist, glaube ich, so von den Bereichen her ganz gut. Wir starten auch das nächste Forschungsprojekt mit $25.000 Gewinn dann, was wir dann kriegen. Das ist, glaube ich, alles ganz cool. Ja. Sehr schön. Das freut mich. Nee, das läuft alles ganz gut. Bin ich sehr zufrieden.
mit. Wie gesagt, das Einzige, was wir hier noch machen müssten, da fange ich schon mal an, Temperatur. Die muss auf jeden Fall hier gesenkt werden. Das ist zu warm. Aber auch das ist alles machbar. Und ein Großteil davon machen wir definitiv in der nächsten Folge dann wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht, abonnieren, kommentieren, liken. Würde ich mich immer sehr darüber freuen. Und mit den Worten, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Ciao!